Hallo Bernhard und Georg, man kennt euch von zwei erfolgreichen CD-Produktionen. Nun seid ihr in Vorbereitung zu Gayatri. Erzählt uns etwas darüber. Ja, unsere neue Produktion ist das Gayatri Mantram, ein uraltes indisches Mantra aus vorvedischer Zeit. Es ruft die drei Welten an, die Erde, die Luft und die himmlischen Regionen. Und wir haben für die Umsetzung des Mantras wieder ein sehr vielfältiges Instrumentarium ausgewählt. Wir haben den doppelstimmigen Gesang, wir haben die Harfe, wir haben die Morchang, die indische Maultrommel, wir haben die Tambura, ein Saiteninstrument, das in der indischen Musik als Begleitinstrument verwendet wird. Wir haben die Shrutibox, auch ein Begleitinstrument aus Indien. Und wir haben die Bansuri, die indische Querflöte. Das Mantra wird als ein Track, ein Stück, 50 bis 60 Minuten lang auf dieser CD sein. Wir werden den Text, das Mantra als solches 108 Mal bringen, so wie das die Inder rituell auch singen. Und das Ganze wird in drei Blöcke, den drei Welten zugeordnet, präsentiert und mit zwei Instrumental-Improvisationen miteinander verbunden. Warum wollt ihr Gayatri mit Hilfe von Crowdfunding realisieren? Ja, das Mantra, das Gayatri-Mantra als solches ist schon ein Geschenk an die Welt. Und so sehen wir eine schöne Möglichkeit, die Welt mit ins Boot zu holen, indem wir Crowdfunding starten. Wie können wir uns an dieser schönen Produktion beteiligen? Ja, wir haben auf der Crowdfunding-Plattform Startnext ein Profil für dieses Projekt eingerichtet. Auf diesem Profil sieht man natürlich die ganzen Informationen, sprich die Texte oder auch die Fotos. Es gibt Hörproben und auch das Video, das ihr gerade seht. Und es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie man sich daran beteiligen kann. Man kann eine oder mehrere CDs, signiert oder nicht signiert, bestellen. Man kann einen ganzen Karton bestellen. Oder man kann sich auch als Produzent an der Umsetzung des Projekts beteiligen. Viele Möglichkeiten gibt es. Ja, danke schön und viel Erfolg. Namaste.